Hallo, wir sind heute bei der Sozialhilfe. Ich habe hier die Frau Paul Weber, die Sachgebietsleitung, und stelle ihr nun ein paar Fragen. Was bedeutet Sozialhilfe? Sozialhilfe ist ein wertvoller Beitrag zur Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Mit Sozialhilfe werden Menschen unterstützt, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend mit eigenen Mitteln bestreiten können. Okay, und wer hat da Anspruch? Anspruch haben alle Menschen, die das 65. Lebensjahr erreicht haben oder voll erwerbsgemindert sind, und Kinder bis zum 15. Lebensjahr, wenn deren Erziehungsberechtigte selbst bei uns einen Anspruch haben. Okay, und wie kann ich einen Antrag stellen? Ja, wie bei Behörden so üblich, mit unserem Antrag, unserem Formantrag, den Sie bitte vollständig ausfüllen und natürlich unterschreiben. Den kann man bekommen bei uns in der Information. Den kann man auf der Homepage der Stadt Konstanz runterladen, und abgeben kann man es per E-Mail, persönlich oder per Post. Wie ist es dann? Also ich erkläre den Antrag. Wie wird es denn berechnet? Ja, die Sozialhilfe berechnet sich anhand der Regelbedarfssätze zuzüglich der Miete. Davon abgezogen werden alle Nettoeinnahmen, die jemand hat. Und wenn dann das Einkommen den Grundbedarf unterschreitet, wird der ergänzende Differenz, also ergänzende Bedarf, durch Sozialhilfe gedeckt. Und wie ist das? Gibt es denn auch irgendwelche Grenzen, wie zum Beispiel Vermögensgrenzen? Ja, es gibt Vermögensgrenzen. Pro Person liegen die bei 10.000 Euro. Wenn dann das soweit ist, ich habe den Antrag erstellt, ich bekomme auch Leistungen, was Pflichten habe ich? Muss ich dann noch irgendwas tun, oder kann ich da jetzt einfach ein Jahr warten und ja, schön ist? Nee, das wäre schön, ja, aber es gibt die Verpflichtung, jede Änderung in den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen unverzüglich mitzuteilen. Dabei ist gemeint unverzüglich sofort, denn alles wird berücksichtigt. Ich würde gerne auch noch mal wissen, was denn eigentlich für Sie die Arbeit bei der Sozialhilfe bedeutet. Was ist das? Sozialhilfe ist für mich eine anspruchsvolle und komplexe Aufgabe und eine Herausforderung, die Grundbedürfnisse unserer Bürger und Bürgerinnen mit den gesetzlichen Vorgaben in Einklang zu bringen. Trotz allem ist es eine sehr sinnstiftende und erfüllende Aufgabe, denn wir helfen unseren Bürgern damit. Auf jeden Fall ein gutes abschließendes Wort. Danke. Vielen Dank.